Hallo, heute schauen wir uns das LabTix-Installationswerkzeug an, das wir uns in dem Hilfsprojekt LabDo selber geschrieben haben, selber entwickelt haben. Es basiert auf der schlanken Linux-Version Antix, die auch recht gut für alte Hardware geeignet ist. Ihr könnt euch über die Funktionstasten noch verschiedene Einstellungen dazu holen. Standardmäßig ist Englisch mit verschiedenen Tastaturlayouts Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch bei uns schon voreingerichtet. Ihr könnt das aber auch entsprechend hier abändern. Mit Escape schließt ihr das wieder. Dann unter F4 gibt es auch noch ganz interessante Optionen. To RAM zum Beispiel, damit ladet ihr das Ganze in den Speicher. Es werden dann hinter die CD oder das USB-Laufwerk, der USB-Stick überflüssig, das könnt ihr dann entfernen. Es gibt auch mit F5 noch verschiedene Persistenzfunktionen. Ihr seid hier Benutzer Root auf dem System, also Administrator. Nur bei Persistenz müsst ihr wissen, was er tut, weil das Ganze könnt ihr abändern. Ihr könnt also das Werkzeug selber auch auf eure Bedürfnisse hin anpassen. Es gibt dann, falls es nachher nicht starten sollte, noch zwei interessante Funktionen der Video. Safe Mode, falls die Videoanzeige nicht richtig erkannt wird, oder der Failed Safe Mode, falls der Boot nicht gelingt. Die Funktion VirtualBox werdet ihr nicht sehen, ich lasse das Ganze hier nur in der VirtualBox laufen. Wenn ihr dann startet, wird das Linux-System hochgefahren. Ihr seht dann gleich einen Desktop, der euch schon interessante Funktionen vorschlägt. Gehen wir jetzt der Reihe nach mal durch. Ihr seht hier oben in der Ecke einige Hardware-Funktionen, Informationen. Hier sind dann die vorausgewählten Tools. Oben der erste ist pSensor. Wie gesagt, VirtualBox, ihr seht jetzt nicht alle Hardware-Sensoren. Bei euch würden jetzt 6, 7, 8 verschiedene Temperaturen und Informationen angezeigt werden. Im Ruhezustand 60 Grad wäre okay. Es gibt noch ein Programm, Stress, CPU, wenn ihr das ausführt, dann wird ein Programm gestartet. Zunächst wartet es 10 Sekunden, falls ihr noch irgendwas machen wollt, dann läuft 60 Sekunden ein Programm, das die CPU-Belastung auf 100% hochjagt. Länger solltet ihr das auch nicht machen, sonst überhitzt ihr eventuell den Prozessor und zerstört die Hardware. Das soll dann simulieren Betrieb in sehr warmen Ländern. Wir haben ja Projekte in weit über 120 Ländern und da gibt es dann immer mal auch Situationen, dass die Hardware, die hier vielleicht in gemäßigten Klimazonen gut läuft, dann da nicht funktioniert. Also das könnt ihr damit simulieren. Falls die Temperatur dann weit über 80 Grad geht, solltet ihr auf jeden Fall die Hardware nochmal reinigen, Filter reinigen, vielleicht Wärmeleitpaste nachfüllen, also das Ganze nochmal an jemanden geben, der sich mit der Hardware auskennt. LX Terminal ist ein normales Terminal, da könnt ihr halt eure Funktionen ausführen, die ihr möchtet. Space FM ist sehr wichtig für uns. Hier steuert ihr die Datenlaufwerke, die Datenträger, von denen ihr dann installiert. Zum einen habe ich jetzt hier ein externes Terabyte-Laufwerk mit den Images eingehängt. Das muss zunächst mal gemountet, also eingehängt werden. Dafür klicke ich einmal drauf, dann wurde aus dem Minus ein Plus. Jetzt ist für mich das Laufwerk auch zugänglich. Ihr seht hier vorbereitete Images, die man sich von unserem FTP-Server herunterladen kann. Und es gibt hier bereits die erste Installationsmöglichkeit, nur ganz kurz gezeigt. Ihr klickt mit der rechten Maustaste auf das Image, das ihr installieren möchtet und habt hier den LabDo Installer. Das ist eine sehr, sehr abgespeckte Variante. Es gibt noch andere Werkzeuge hier oben, den ausführlichen LabDo Installer, Autodeploy und auch Content Installer. Dafür wird es aber eigene Tutorials geben. Wenn ihr jetzt hier draufklicken möchtet, könnt ihr hier eigentlich nur zwei Dinge auswählen. Ihr könnt das Schreddern der Festplatte aktivieren oder deaktivieren, also ob die Festplatte, die eingebaut ist, mit Zufallszahlen überschrieben wird oder nicht. Und ihr könnt hier die Host-ID, also den Namen, unter dem das Gerät dann bei LabDo in der Datenbank registriert wird, eingeben. Ich
ich stoppe das Ganze jetzt mal. Aber das wäre eigentlich alles. Also mit zwei Eingaben wärt ihr durch und dann würde der Installer anlaufen. Es gibt allerdings hier noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten in den anderen Tools. Firefox ist klar, brauche ich nicht groß erklären. Wir benutzen ihn auch zur Anzeige von PDF-Manuals. Wir haben also hier in dem Docs-Ordner verschiedene Handbücher, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und dann haben wir hier den Partition Manager. Den könnt ihr zum Beispiel benutzen, um hinterher auch zu prüfen, ob die Installation durchgelaufen ist. Also die Werkzeuge passen auch die Größe dann der Partition an die vorhandene Festplatte an. Und hier müsste also nachher alles nach der Installation ausgefüllt sein. Dann GSmart Control ist auch ein sehr wichtiges Werkzeug, um Hardware auszulesen. Wenn ihr hier, wenn die Festplatte hier bereits rot ist oder hellrot, das ist schon schlecht. Also da sind schon sehr viele Fehler, sehr schwerwiegende Fehler aufgetreten. Also je dunkelroter, desto schlimmer. Hier in dem Fall gab es nur mal einen zurückliegenden Event, der ist leicht rosa. Also da würde ich dann an der Stelle sagen, naja, da kann man eventuell noch was, das Gerät kann noch weiter betrieben werden. Aber das müsst ihr dann entscheiden, eventuell die Festplatte tauschen. Da kann man also den Zustand der Festplatte sehr schön auslesen. Dann gibt es hier das Tool Clonezilla. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Parted Magic. In den Anfangsjahren von Webdo haben wir Parted Magic benutzt. Auch ein sehr schönes Werkzeug, wurde dann leider allerdings kostenpflichtig. Und deshalb haben wir uns hier entschieden, für unsere ehrenamtlichen Helfer diese Umgebung zu entwickeln, die komplett auf lizenzfreier Software basiert. Clonezilla ist also das eine Werkzeug, mit dem ihr klonen könnt. Dann gibt es hier Hardinfo, ein sehr schönes Werkzeug, um sich Informationen über die Hardware zu beschaffen. Was ist installiert, welche Prozessoren sind installiert, wie viel Speicher, wie viel Festplatte habe ich hier. Also das ist alles sehr schön auslesbar, falls ihr weitere Informationen über die Hardware braucht. Stress-CPU und Docs haben wir schon besprochen. Ansonsten habt ihr hier noch die Werkzeuge, die in eigenen Tutorials beschrieben werden. Alle haben den Zweck, fertige Images zu klonen, das heißt vorhandene Rechnerkopien auf diesen Rechner zu installieren bzw. Content zu installieren. Hier unten haben wir noch verschiedene Zubehör, Programme, die jetzt nicht direkt auf dem Desktop liegen, wenn ihr denn dann noch tiefer einsteigen möchtet. Einstellmöglichkeiten sind da auch gegeben. Noch der Hinweis, wenn ihr einen Server einbinden wollt, funktioniert das über Plugins, Mount Shares. Ihr scannt dann das Netzwerk. Ich habe jetzt hier verschiedene Server bei mir im Netz. Ihr gebt dann hier das Passwort dem Administrator oder auch einen anderen User, den er dafür angelegt hat, das Passwort für den Administrator. Und ihr könnt aber auch, wenn der Scan-Vorgang bei euch zu lange dauert, direkt das Passwort eingeben, den Share, den Server, die Server-IP eingeben, den Share auswählen und dann wird das Ganze gemountet und ihr seht dann auf dem Netzwerkserver entsprechend die Images, die ihr klonen möchtet. Herzlichen Dank soweit. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch auch gerne mit Vorschlägen an Lab2Org wenden. Wir sind eine offene Organisation, freuen uns über jeden Freiwilligen, über euer Engagement. Wenn ihr fertig seid, gibt es hier unten, ach, da habe ich noch vergessen, Tastatur, klar, also Deutsch, US-amerikanisch, Französisch und Spanisch ist vorbelegt, genau. Dann hier unten gibt es zwei Speichernknöpfe. Der Unterschied ist Save Power Off, da wird vorher noch gespeichert, also Persistenzmodus. Wenn ihr einen USB-Stick habt und Änderungen vorgenommen habt, könnt ihr das hierüber speichern. Bei einer CD geht es natürlich nicht. Das ist der normale Power-Off. Da wird also nicht gespeichert, da wird ausgeschaltet. Herzlichen Dank.